Schau dir diese schrille afrikanische Kammratte an. Ah, sie sieht so süß aus. Nun, denk nochmal. Sie hat ein Ass im Ärmel. Gift. Tatsächlich sind diese Mähnenratten die einzigen bekannten giftigen Nagetiere der Welt. Wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen, puffen sie ihr Fell auf und zeigen schwarz-weiße Rennstreifen. Genau in der Mitte davon befinden sich eine Menge spezieller brauner Haare mit einer wabenähnlichen Struktur. Diese Haare sind nicht nur zur Schau. Sie sind mit einem Gift beladen, das so stark ist, dass es einen Elefanten zu Fall bringen könnte. Die Ratten benutzen dies als chemische Rüstung, um sich vor Raubtieren wie Hyänen und Wildhunden zu schützen. Ostafrika kennt das giftige Moko der Schopfratte schon seit langem. Im Jahr 2011 entdeckten Forscher, dass Ratten Toxine von einem bestimmten Baum bekommen. Nur eine Schopfratte in Gefangenschaft wurde dabei beobachtet, wie sie dieses Giftritual ausführt, und manche dachten, es könnte eine einmalige Sache sein. Dennoch beobachteten die Forscher weiter. Das Team hatte 25 Ratten. Sie filmten sie im Labor und bewiesen, dass es kein einmaliges Ereignis war. Obwohl wir wissen, dass sie hart im Nehmen sind, haben diese Ratten anscheinend auch ihre weichen Seiten. Einige von ihnen neigen vielleicht zur Monogamie und teilen sogar die Elternpflichten. Monogamie ist in der Tierwelt selten, aber diese Ratten praktizieren sie. Das ist ziemlich aufregend. Forscher sagen, dass sie mehr Forschung betreiben müssen, um die Familienwerte der Nagetiere zu bestätigen. Der nächste auf der Liste ist der Plumplori. Dieses Geschöpf scheint das Sinnbild für Niedlichkeit zu sein, mit seiner winzigen Größe und den großen Augen. Aber diese Tiere sind nicht ihre typischen kuscheligen Freunde. Tatsächlich sind sie die einzigen giftigen Primaten auf dem Planeten. Sie leben in den Regenwäldern Süd- und Südostasiens. Sie fragen sich vielleicht, warum sie langsame Loris genannt werden. Als Entdecker sie im 18. Jahrhundert zum ersten Mal trafen, dachten sie, diese kleinen Kerle seien so langsam wie Faultiere. Sicher, sie können stundenlang stillhalten und sich langsam bewegen, aber lassen sie sich nicht täuschen. Wenn sie müssen, können sie sich beeilen. Wenn sie genau hinschauen, werden sie eine erhabene, kahle Stelle an ihren inneren Oberarmen bemerken. Das ist die Brachialdrüse und sie sondert ein ernsthaft stinkendes Öl ab. Wenn sich die Plumploris bedroht fühlen, lecken sie an der Drüse und vermischen ihren Speichel mit dem Öl, um eine giftige Lösung zu erzeugen. Wenn sie ein anderes Tier beißen, gelangt dieses Gift in den Blutkreislauf des Feindes. Der Biss ist ziemlich heftig. Er kann kleine Tiere und Insekten auslöschen und sogar bei Menschen ernsthafte Probleme verursachen. Plötzlich erscheinen diese großen Augen nicht mehr so unschuldig. In der Welt der Plumploris kämpfen die Männchen um die Weibchen. Die Weibchen kämpfen, um ihre Kleinen zu schützen. Und jeder kämpft, um sein Revier zu verteidigen. Dieses Gift ist auch bei diesen Auseinandersetzungen sehr nützlich. Hier verwenden die Mütter ihr Gift geschickt. Bevor sie losziehen, um einige Leckereien zu holen, lecken sie ihre Armdrüsen und pflegen ihre Babys. Dies überträgt das Gift auf das Fell der Kleinen und dient so als Warnsignal für potenzielle Raubtiere. Das nächste Tier ist die Sandkatze. Miau! Diese Katzenart lebt in der Wüste. Im Gegensatz zu anderen Katzen ist die harte Wüstenumgebung ihr Zuhause. Zunächst einmal haben sie die ultimative Fußbekleidung für den Wüstenlaufsteg. Dichtes Fell an ihren Pfoten, sogar zwischen ihren Zehen. Sie haben auch eine eingebaute Isolierung gegen die verrückten Temperaturschwankungen von 51 Grad Celsius tagsüber bis minus 0,5 Grad Celsius in der Nacht. Sie wachsen sogar Wintermäntel mit Haaren, die bis zu 2 Zoll lang sind. Sandkatzen können wochenlang ohne einen einzigen Tropfen Wasser auskommen. Sie bekommen all die Feuchtigkeit, die sie brauchen, von den Beutetieren, die sie fressen. Wenn es um die Jagd geht, entfesseln diese scheinbar süßen Sandkatzen ihre inneren Raubtiere. Vergiss die niedlichen Kätzchen-Vibes. Diese Kerle sind wild. Sie sind auch keine wählerischen Esser und knabbern gerne an kleinen Nagetieren, Vögeln oder Insekten. Ach, und sie gehen sogar giftigen Vipern nach. Außerdem, wenn sie mehr erjagen, als sie fressen können, verstecken sie das überschüssige Futter im Sand für einen Mitternachtssnack. Ihre Geheimwaffe ist ihr überempfindliches Gehör. Sie hinterlassen keine Pfotenabdrücke und machen keine Geräusche, wenn sie sich ihrer Beute nähern. Lernen Sie die Kegelschnecken kennen. Meerschnecken mit einer Besonderheit.
Ihre Gehäuse sind mit lebhaften, farbenfrohen Mustern verziert. Sie sehen nicht nur cool aus, sie haben auch ein ernsthaft wirksames Gift. Ausgestattet mit einem modifizierten Radula-Zahn und einer Giftdrüse sind Kegelschnecken die geschickten Jäger des Meeres. Sie benutzen diesen harpunenähnlichen Zahn, um einen giftigen Angriff auf ihre Beute zu starten, sie zu lähmen und dann zu fressen. Wenn es um Gift geht, sind die Gifte von Kegelschnecken wie ein Cocktail. Sie enthalten eine Mischung aus Toxinen mit unterschiedlichen Wirkungen. Einige der größeren Kegelschnecken können einen Stich verursachen, der nicht nur ernst, sondern sogar tödlich für den Menschen sein kann. Dennoch hilft uns ihr Gift bei bestimmten medizinischen Problemen. Das fünfte niedliche, aber gefährliche Tier ist der Tausendfüßer. Diese kleinen Kreaturen haben zwei Paar gegliederte Beine an den meisten ihrer Körpersegmente. Jedes dieser Doppelfußsegmente besteht aus zwei zusammenarbeitenden Einzelsegmenten. Stellen Sie sich eine Gruppe mit verlängerten zylindrischen oder abgeflachten Körpern vor, die in der Regel mehr als 20 Segmente aufweist. Pillentausendfüßer sind jedoch die kleineren Rebellen in dieser Gruppe. Es ermöglicht ihnen, sich zu einer engen Kugel zusammenzurollen. Im Jahr 2021 wurde eine neue Spezies entdeckt, die über 1300 Beine hatte. Wenn Sie in die Welt der Tausendfüßler eintauchen, finden Sie rund 12.000 verschiedene Arten. Viele von ihnen sind für Menschen generell harmlos, aber Vorsicht! Einige könnten Streiche in ihrem Haus oder Garten spielen. Das sechste Tier ist der Haubenpitohui. Es ist ein Vogel, der in Neuguinea vorkommt. Dieser Vogel sticht als einer der wenigen bekannten giftigen Vögel hervor, mit Toxinen in seiner Haut, seinen Federn und Geweben. Das Gift stammt aus seiner Ernährung. Es dient als Abwehr gegen Raubtiere und Parasiten. Interessanterweise ist seine Ähnlichkeit mit anderen giftigen Pitohuis ein Beispiel für konvergente Evolution, bei der nicht verwandte Arten aufgrund ähnlicher Umweltbedingungen ähnliche Merkmale entwickeln. In diesem Fall haben verschiedene giftige Pitohuis unabhängig voneinander ähnliche Eigenschaften als Form des Schutzes entwickelt. Der Kapuzenpitohui hat auch eine Müllersche Mimikrie. Das ist ein Phänomen, bei dem schädliche oder giftige Arten sich entwickeln, um einander zu ähneln. In einfacheren Worten, es ist, als ob eine Gruppe giftiger Freunde sich ähnlich kleidet, damit jeder weiß, dass sie vermieden werden sollten. Zusätzlich imitieren nicht giftige Arten das Aussehen des Kapuzenpitohui in einem Phänomen, das als Bates'sche Mimikrie bekannt ist. Dies ist der Fall, wenn harmlose oder weniger schädliche Arten sich entwickeln, um einer gefährlicheren oder giftigen Art zu ähneln, um Schutz vor Raubtieren zu erlangen. In diesem Fall kopieren andere Vögel das Aussehen des Kapuzenpitohui, obwohl sie nicht über die gleichen giftigen Abwehrmechanismen verfügen. Also trägt in diesem Fall ein harmloser Vogel ein giftiges Kostüm, um potenzielle Bedrohungen abzuwehren. Schnabeltiere sehen mit ihrem dichten Fell und schnabelähnlichen Gesichtern bezaubernd aus. Aber man sollte sie besser nicht reizen, besonders im Spätwinter, wenn männliche Schnabeltiere etwas angriffslustig werden. Sie kämpfen um Weibchen und verwenden dabei heftige Sporen an ihren Füßen, die während der Rauferei Gift injizieren. Im Jahr 1801 vermutete ein Biologe, die Sporne dienten dazu, Weibchen während der Paarung in Schach zu halten. Aber er lag falsch. Diese Kreaturen sind mehr daran interessiert, Insektenlarven zu jagen, als an Romantik. Der späte Winter allerdings ist eine andere Geschichte. Männchen kämpfen und injizieren Gift und die Verlierer werden gelähmt. Es gab Fälle, in denen diese Tiere Menschen angriffen. Glücklicherweise waren keine davon tödlich. Wenn ein Schnabeltier sich entscheidet, sie zu stechen, wird selbst Morphium die Auswirkungen nicht lindern. Ärzte müssen möglicherweise die Sporne manuell aus ihrer Wunde entfernen. Autsch! Passen Sie auch auf Kugelfische auf. Sie mögen niedlich sein, aber sie sind die zweitgiftigsten Wirbeltiere der Welt. Ihre Leber, Augen und manchmal ihre Haut enthalten Tetrodotoxin. Dies ist eine Substanz, die sie fürchterlich schmecken lässt und für Fische tödlich sein kann. Diese Substanz ist auch eine ernste Bedrohung für uns. Sie ist bis zu 1200 Mal giftiger als Cyanid. Ein einziger Kugelfisch hat genug Gift, um 30 Erwachsene auszulöschen, und es gibt kein bekanntes Gegenmittel.
Trotz dieser Gefahr betrachten einige Leute in Japan das Fleisch des Kugelfisches als eine Delikatesse namens Fugu. Ausgebildete Köche sind sich durchaus bewusst, dass ein falscher Zug das schlimmste Szenario für einen Kunden bedeuten könnte. Deshalb dürfen nicht alle Köche dieses Gericht zubereiten.